Yo Leute, was geht? Heute geht es mal um den Nintendo Switch Online Service Erweiterungspass, was meiner Meinung nach da demnächst kommen wird, was sehr wahrscheinlich kommen wird und was meine Wunschliste wäre, was kommen soll. Und alles im Anlass, weil jetzt am Freitag natürlich das neue Zelda Majora's Mask rauskommt. Also starten wir direkt rein. Ich starte mit den Spielen, die schon geleakt wurden, die schon Data Miner rausgefunden haben. Da mache ich direkt mal meine Liste auf. Da habe ich mir ein paar rausgeschrieben, die interessant sind. Vorab, ich werde bestimmt nicht alles nennen, sondern nur meine Favoriten, sonst würde das Video auch zu lang gehen. Und fangen wir mal an mit den Spielen, die Data Miner rausgefunden haben. Da hätten wir zum ersten Mal die Mario Party Spiele. 1, 2, 3. Welche jetzt genau kommen, in welchen Abständen, kann man natürlich nicht sagen. Aber die wurden gefunden im Code und die werden sehr wahrscheinlich kommen. Unter anderem wurde auch Wave Race gefunden, das ein sehr, sehr beliebtes Spiel ist auf der N64. Es wurde ein F-Zero X, was ich persönlich extrem feier, gefunden. Und Super Smash Bros. Haben die Dataminer gefunden. Und das fühle ich extrem, das spiele ich auch jetzt noch extrem viel. Also nicht den alten Teil, sondern den neuen Teil, da würde ich sehr fühlen. Nur mit dem alten Teil, vielleicht mit einem Online-Service. Auszuprobieren. Ich finde auch, der ist gut gealtert, das kann man gut machen. Aber ich habe gehört, der Emulator vom N64 für die Switch soll da noch irgendwie Probleme machen bei Super Smash Bros. Warten wir mal ab. Aber kommen wir jetzt mal direkt zu meiner Liste mit den Spielen, die ich mir wünsche. Und da fangen wir mal an mit Hydro Thunder. Eines der geilsten Spiele von der N64, was diesen ganzen Racer angeht. Habe ich extrem gefeiert, konnte man glaube ich sogar auch zu zweit spielen oder vielleicht zu vier. Bin mir jetzt nicht sicher, müsste ich nachgucken, aber habe ich als Kind mit meinen Freunden viel gespielt. War mal was anderes zu Mario Kart, fand ich extrem nice. Als nächstes, das, worauf ich mich am meisten freue, Donkey Kong 64. Und ich hoffe so sehr, dass auch ein neues Donkey Kong 3D für die Switch rauskommt. Aber ich wäre auch schon zufrieden, wenn einfach nur ein Donkey Kong 64 wieder rauskommen würde. Das wäre extrem nice. Da würde ich mich extrem freuen. Holy Magic Century werden die wenigsten kennen. War das erste Rollenspiel auf dem N64. Extrem geil. Man konnte leveln. Es gab eine quasi Open World. Es gab eine richtig geile Story. Das würde ich extrem gern nochmal spielen. Das habe ich nie durchgespielt auf der N64. Ist auch extrem schwer. Es ist ein bisschen kompliziert mit der Heilung und mit dem Mana und wie man da das ganze Gameplay. Würde ich extrem gerne nochmal spielen. Dann hätten wir noch ein Star Wars Game, wo ich eigentlich hoffe, dass Aspyr das als Remaster rausbringt, so wie auch den Podracer-Teil. Star Wars Rogue Squadron. Da hätte ich mega Bock drauf, das in höherer Auflösung nochmal auf der Switch zu spielen. Vor allem auf der OLED mit geilem Bildschirm, auch im Handheld. Bestimmt mega, mega nice. Dann zwei Spiele in einem, könnte ich mir gut vorstellen, dass beide sofort zusammen released werden. Das wären die beiden Pokémon Stadium-Teile. Vor allem mit den Minigames hat das damals sehr, sehr, sehr viel Bock gemacht. Es war wie so ein kleines Mario Party, nur im Pokémon-Universum. Das wäre auch mega nice. Natürlich auch die Pokémon-Kämpfe wären geil. Und vielleicht mit einem Feature, mit irgendeinem anderen Pokémon-Teil, dass man sich alte Spiele, da komme ich gleich noch drauf, da rüber tauschen kann. Es war nämlich damals so, dass man bei Pokémon Stadium das verbinden konnte mit dem Gameboy und sich dann die Pokémon rüberholen konnte. Das so in dem Stil wäre auch theoretisch möglich, wenn man die Gameboy-Spiele dann holen würde zum Online-Pass. Aber dazu gleich mehr. Und als letzten Titel habe ich mir aufgeschrieben Banjo-Tooie. Dazu habe ich leider kein Video-Footage richtig gefunden. Deswegen seht ihr hier nochmal die Ankündigung vom Banjo-Kazooie-Teil für die Nintendo Switch. Da ist ja eigentlich schon klar, dass er kommen wird. Wenn Kazooie kommt, kommt auch Tooie. Ist nur eine Frage der Zeit, wann. Ja, das wäre so meine Liste von den N64-Spielen, die ich mir am meisten wünsche. Klar gibt es dann auch noch ein Diddy Kong Racing, was geil wäre, oder ein Kongas Bad Fur Day oder ein Glover. Klar wäre alles auch geil, aber das sind so die sechs Spiele, wo ich sage, die würde ich am liebsten sehen auf der Nintendo Switch.
Und dann auch ein kleiner Teil zu was anderem. Es gibt einen Leaker, der sehr, sehr guten Kontakt zu Nintendo hat und der hat gesagt oder getwittert, dass die Game Boy Color und Game Boy Advance Spiele mit in den Nintendo Switch Online Pass kommen sollen und das Ganze dieses Jahr. Und wenn dann Rot, Blau, Gold, Silber, Kristall, Gelb kommen würden, könnte man das verbinden mit Pokémon Stadium. Deswegen hatte ich eben gesagt, könnte man das verbinden und dann beides zusammen rausbringen. Das könnte man machen. Vor allen Dingen auch, weil ja die Spiele vom 3DS und auch von der Wii U wegfallen. Und Nintendo gesagt hat, die wird man auch in Zukunft wieder spielen können werden. Und da macht es ja nur Sinn, die Gameboy-Spiele auch auf die Switch zu holen. Wundert mich eigentlich, dass das noch nicht gemacht wurde. Ja, das soll auch dieses Jahr announced werden. Also viel Stoff für dieses Jahr, neben den ganzen normalen Nintendo Switch-Sachen, worüber man sich extrem freuen könnte. Lasst mir mal eure Meinung da, lasst ein Like da und abonniert den Channel. Bis dann, haut rein.